Warships und heute die Kaiser Nikolai oder Imperator Nikolai 1 hier wieder mal am Start und wir sind Low Tier. Ja, aber egal, ich brauche für meine gerade die für die Perlen brauche ich unbedingt die Schlachtschiffe und ich muss sagen, dieses Ding macht echt richtig Spaß, weil es einfach auch brutalen Bums hat. Und von dem her wird es hoffentlich schon trotzdem gut gehen. Erstmal aber, bis wir auf Fahrt kommen, dauert es ein bisschen. Ich justiere mal die Bewaffnung gleich mal nach rechts aus, wie man sieht. Bewaffnung auf Kurs ausgerichtet. Das macht man mit Steuerung X an die Leute, die das wissen wollen. Also das heißt, man kann hier frei rumgucken. Die Kanonen bleiben da auf dem Blick, wo man hinschaut. Das heißt, hier in dem Fall jetzt darüber. Und man sieht dann eben, wie die Türme sich schön einzeln drehen. Und dann kann man auch natürlich so. Ja, schön, schön, schön. So. Jetzt will ich aber die Kanonen gleich wieder bewegen, weil jetzt kommen da vorne die Gegner. 14 Kilometer komme ich ja weit. Das heißt, gleich kann ich auch mal loslegen. Ich weiß noch nicht, auf wen ich gehen soll. Wahrscheinlich eher auf die Königsberg. Kommt so ein bisschen. Probieren wir es einfach mal. Ja. Zwei Zieltreffer, 3000 Schaden. Also, Bums macht die schon ordentlich. Aber ich will jetzt auch nicht die Frontsaw machen. Dafür bin ich ja immer nicht die richtige Tierstufe. Und jetzt Königsberg. Wäre schön, wenn du, naja, dich noch weiter zu mir drehst. Oder ich nehme die Cleveland. Ich will ja, jetzt warte ich, bis die Königsberg mir ihre Breitseite zeigt. Und dann geht's rund. So in etwa. Dann schauen wir mal, was passiert. Jau! Genau das wollte ich erreichen. Ein vernichtender Schlag. Und ja. Tut mir sehr leid. Aber in dem Fall sieht man mal immer, dass es gut ist, im Zweifel auch noch ein paar Sekunden zu warten, um dann wirklich die schöne Seite zu bekommen. So wie es da jetzt in dem Fall eben der Fall war. So, Cleveland bekommt da auch zwei satte Torpedo-Hits. Unser Team hat die Führung übernommen. Da hinten kommen die Flugzeuge her. Also wissen wir jetzt auch, dass der Flugzeugträger hier oben sein muss. Jetzt bleibe ich... Nee, Phoenix ist zu weit weg. New York auch. Ich hoffe, dass er auf die New York geht. Torpedos auf Backbord. Torpedos im Wasser, ja, geht ganz klar auf die New York. Und der ging auf uns, aber halb so wild. Und der nächste Schuss von uns geht wiederum Richtung Wyoming. Und wir sehen, die schießt wirklich schön geradeaus. Zehntausender Hit nochmal an dieser Stelle. Und das eben mit Tier 4. Gut, Wyoming ist auch gegnerischer Tier 4, also das darf man jetzt natürlich jetzt nicht überbewerten. Aber die macht schon unglaublichen Schaden. So wie der Gegner jetzt auch. Also er hat sich da jetzt nicht lumpen lassen. Aber, wie gesagt, da gibt es jetzt nochmal von uns die Antwort darauf. Ah, in dem Fall leider nicht so hoch. Sechs Treffer, aber wir haben es auch am Geräusch gehört. Da ist ein bisschen was abgeprallt. Und jetzt drehe ich mich so bei, dass
jetzt eben nicht mehr meine Breitseite bekommt. Und man sieht eben, der Schaden, der war unglaublich überschaubar. Und jetzt schauen wir mal, was hier so passiert. Dreht auch weg. Deswegen auch nur ein Ausfall, aber keine Beschädigung gemacht. So, und jetzt drehen wir so mal so ein bisschen bei, dass wir auch Richtung Richtung Flugzeugträger, sobald er aufgeht, dann mal schießen können. Und jetzt sehen wir Torpedobomber auf uns fliegen. Und jetzt will er es natürlich wissen. Und jetzt haben wir ihm hier die Seite zugedreht. Das war jetzt nicht so wild. Aber die Torpedo-Jungs sind jetzt gerade um uns herum. Deswegen Geschwindigkeit verlangsamen, dass möglichst nicht so viel kommt, und eindrehen. Also wir sehen, es hat der Flugzeugträger sehr gut gemacht. Muss man ihm lassen. Und da ist er auch schon offen. So, die Kuma schießt da jetzt auf uns. Dann schießen wir mal zurück. Aber Kuma hat hier gut die Geschwindigkeit variiert. Dementsprechend konnte er da jetzt zurückfahren. Und wir können gleich wieder reparieren. Das werden wir jetzt auch sofort wieder tun. Und jetzt mit der nächsten Salve. Wäre es schön, wenn ich ihn raushauen würde. Schauen wir mal, wie sie diesmal kommen. Ja, der lief auch wieder sensationell. Also man sieht, der Schaden, der ist phänomenal. Und gerade weil es einfach auch schön fliegen, die Projektile. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Naja. Backboard stört mich jetzt nicht da so wirklich. Oh, oh, wer kommt denn da? Das ist natürlich jetzt aber eher so unglücklich, dass der da so kommt, aber nicht mehr so viel Hitpoints. Das heißt, den kann ich auch im Zweifel mit AP rausnehmen. So, der müsste jetzt hoffentlich auch gleich wieder aufgehen. So, jetzt heißt es entweder auf den oder auf den zu gehen. Ich drehe sie mal nach links aus. Und gehe jetzt mal auf den Flugzeugträger, der ist offen. So, und jetzt geht er natürlich auf mich, was auch nicht anders zu erwarten war. Torpedobomber kommen auch. Und brennen tue ich jetzt auch. Also jetzt geht alles rein. Und jetzt ihn weggemacht. Oh, Kongo seitlich. Der könnte richtig wehtun jetzt. Kann jetzt nochmal reparieren.
schon. Gib mir meine Feuerpower. Ich brauche noch meine hinteren Geschütze. Weg. Gegnerischer Flugzeugträger gesprengt. Und jetzt, da kommen jetzt nochmal Torpedos. Der ging nochmal rum. Auch nochmal eine Zitadelle rausgeschossen. Nochmal ein Treffer. Also, da habe ich jetzt nochmal alles an Schaden ausgepackt, was gerade noch so ging. Den Großkaliber mehr als verdient 8 Zitadellen in der Runde gemacht. Und 4 Zerstörungen. Also, die lief wirklich sensationell gut, die Runde. Ich denke auch actionreich ohne Ende. Und jetzt hoffe ich mal, dass hier die New York und die Grimjaschi das machen. Ja, und ist schon direkt weg. Sehr gut. Imperator, der Kaiser Nikolai, hat sich hier aber sowas von beachtlich geschlagen. Wie gesagt, ich denke, Großkaliber darf man stehen lassen. 2 vernichtende Schläge, die haben wir ja gesehen. 300.000 Credits gab es raus. Bin hier auf einen Platz 1 mit 1581 Basis-XP gekommen. Und wie gesagt, unterm Strich waren es knapp, wenn man es jetzt schön rechnen darf, 130.000 Schaden. Ja, dementsprechend Kreditpunkte gab es unterm Strich 286.000 raus. Und ich denke, das war eine gute Runde. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.